Ja, hallo, schön, dass du auch hier wieder dazugeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Ori auf dem Weg durch den Blindenwald zum Nebelforst, zu den Trauersenken oder wie auch immer diese gruseligen Dinge da hinten geheißen haben. Nun, wir sind beim letzten Mal hier an dieser Stelle stehen geblieben vor diesem komischen Monument. Und ich weiß jetzt nicht, ob man... Ah, genau, das, sowas in der Art habe ich mir nämlich gedacht, dass unser kleines Lichtlein sein... uns hier was zu erzählen hat, und da würde ich sagen, das lassen wir uns doch einfach mal erzählen. Die verhüllte Laterne, dieser geheimnisvolle Dunst, dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Okay, das heißt, dass wir den dunklen Wald, in dem die Leute sich verirren und nie wieder zurückkehren, tatsächlich etwas erhellen können. Jetzt könnten... Achso, genau, ja, hatten wir gerade. Weil ich wollte mal diese hier, Ori kann doch diese tolle Stichflamme. Was? Aber das wäre auch zu einfach gewesen, wenn sie das wieder entzündet hätte. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen hier Monsters auf die 12 klopfen. Oh, Moment, wir den Monstern, nicht die Monster mir, Schrägstrich euch, Schrägstrich uns, allen zusammen. Weil ihr leidet ja mit mir, ne? Deswegen auch immer dieses Gewirse und Geunze. Weil, wenn ich hier leide, leidet ihr ja mit. Und wenn es mir gut geht, wenn ich mich freue, freut ihr euch ja mit. Deswegen, wir beschreiten diesen Weg ja zusammen. Niemand ist allein. Uiuiui. Was ist das denn hier? Das ist jetzt aber mal irgendwie gerade furchtbar ungemütlich hier. Okay, haben wir gerade schon gehört, ne? Hören wir vielleicht nochmal, weil wir danach nicht gespeichert hatten. Och Mann! Jetzt wird's aber mal langsam, jetzt wird's hier wieder gerade ein bisschen eng mit Lebenspunkte-Energie hier, ne? Mal schnell speichern. Eigentlich nur, ich meine nicht, weil wir hier wirklich speichern mussten. Ich meine nicht, dass man irgendwie bei Ori nicht genug speichern kann. Aber in dem Fall ging es mir tatsächlich um die 2 Lebenspunkte, die das wiederherstellt. Deswegen speichere ich einfach eben schnell nochmal, einfach nur um diese 2 Lebenspunkte zu kriegen. Weil das ja jetzt irgendwie mal... Oh, das ist aber eine ungemütliche Stelle hier. Kann ich mal eben so eine Sekunde Unverwundbarkeit haben, bitte? Danke. Nee, kann ich nicht, ne? So, aber hier speichere ich jetzt tatsächlich des Speicherns willen. Weil schön, dass das mal gerade so halbwegs funktioniert hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier noch viel, viel fieser wird. Wo schießt das Ding denn her? Die kann man doch, da kann man doch bestimmt auch hier so Dodge Bash, Bash oder wie das Zeug hier heißt, ne? Dodgen, Bashen, whatever. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ich werde wahrscheinlich irgendwie beim Dodgen bleiben. Oh, nein! So, komm, hier hüpfen wir nochmal eben ganz kurz hoch. Ey, what? Nein! Das war falsche Richtung. So, hier, da möchte ich hin. Dankeschön. Ja, da wollte ich doch, so möchte ich das. Guck mal hier, ich möchte das Ding hier oben einsammeln. So. Ja, auch eine Möglichkeit, einfach nicht getroffen zu werden, ist, sich von den Dingern einfach weg zu dodge, bashen, whatever. Ja, und dann natürlich, wenn man es gerade so halbwegs schön geschafft hat, kaputt gehen. Okay. Das war nicht ganz der Plan. Vor allem, weil wir jetzt tatsächlich nochmal hier oben hin müssen. Das Ding nochmal einsammeln. Dann würde ich sagen, damit ich das nicht nochmal machen muss, falls ich mich wieder doof anstelle, mal eben ganz kurz hier Dingens, die Seelenverbindung gerecycelt. So, und jetzt gucken, dass man hier anstelle von getroffen zu werden. Diese Spikies da sind jetzt natürlich extrem doof. Die mag ich gerade gar nicht. So, komm, jetzt, ich muss mal nicht kaputt gehen. Ich muss mal gerade ganz schnell, ganz furchtbar dringend hier speichern. Mach mich mal bitte ganz schnell nicht kaputt. Ach, dankeschön. Oh. So, da ist cool. Checkpoint, jetzt haben wir hier so mal hier Dingens, ne? Und so, Ah!
Na komm, geh kaputt. Da, cool. Da würde ich sagen, direkt nochmal speichern. Dann haben wir zumindest direkt schon mal ein Monster weniger hier. Oh, guck mal, hier ist wieder High Jump angesagt. Okay, da müssen wir... Ah, guck mal hier. Da oben ist... Ah! Da oben ist schon wieder hier Schussgefahr. Ah! So hatte ich mir das jetzt nicht gedacht. Okay, aber ich glaube, ich habe einen Plan. Pass mal auf, das Vieh schießt. Und das scheint ziemlich wichtig zu sein. Erstmal müssen wir hier hoch und dann mit einem Double Jump hier dran. So. Und jetzt guck genau. Gucki da. Und dann kaputt gehen. Nee. So war der Plan nicht. So habe ich mir das jetzt nicht gedacht. Das Problem ist, ich habe überhaupt keinen Plan, wo wir jetzt wirklich hier lang müssen. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwie nicht in die Spikes. Wieso springt der in die Spikes rein? Ah! Okay, nee, da brauche ich jetzt erstmal irgendwie wirklich einen Mega-Plan. An der Stelle brauche ich jetzt gerade erstmal irgendwie wirklich einen Mega-Plan. Und vielleicht total cool wäre auch irgendwie mal so eine Sekunde zum Ausruhen und gucken, wo man hier hin muss. Na super. Das ist ärgerlich, dass die dieses Zeug hier liegen lassen, was dann so richtig wehtut, wenn man da auch nochmal gegendingst. Das ist sehr hinderlich. So. Irgendwie müssen wir da hoch. Aber wo geht's denn von hier aus dann weiter? Oh Mann, schieß doch nicht immer so direkt auf mich, du blödes Monster, du. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wo geht's denn da weiter? Jetzt mal so ohne tot. Das ist mal eine super Karte, ne? Das ist ja mal eine super Karte. Die hilft ja mal irgendwie so überhaupt nicht. Ach so. Wahrscheinlich, weil da unten war ja dieses Licht, das wir entfachen müssen. Moment, Ziel, was? Ziel, finde gut. Achso, ja. Da war ja dieses Licht, das wir entfachen müssen. Und ich denke, erst wenn das entfacht ist, sehen wir die Karte. Das hilft mir jetzt leider trotzdem nur bedingt weiter, weil ich keine Ahnung habe, in welche Richtung. Ah doch, hier. Okay, kaputt. Ärgerlich. Aber zumindest weiß ich jetzt mal, in welche Richtung ich da weiter muss, weil ich war gerade total planlos. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, in welche Richtung. Rechts, links, hoch, runter. Meine ich halt nur, oder wabbert das Bild gerade ein bisschen? Ist das jetzt mein gestörtes... Ja, danke! Ist das mein gestörtes Wahrnehmungs... Oh, komm, da unten brennt's. Aber irgendwie wabbert... Meine ich das nur, oder wabbert das Bild da so ein bisschen? Und irgendwie sind wir schon wieder kurz davor, hier total tot zu gehen. Ja. Das ist wieder so die Stelle, das ist genau das, was ich auch irgendwie... Ja, das hätte fast funktioniert, wenn ich ein paar Lebenspunkte mehr gehabt hätte. Das ist doch wieder so eine Stelle, wie ich im Dingsbums hier, im... da hier, das ist doch voll am wabbern hier. Kann das sein, dass das Feuer sich hier langsam hochfrisst und wir gar nicht so unendlich Zeit haben, das auszuprobieren? Kann das sein, dass das hier gerade alles irgendwie ganz tierisch im Abfackeln ist? Was wollte ich sagen? Achso, genau. Das ist wieder so eine Stelle, wie ich auch bei der Wasserflut im Ginsobaum erwähnt habe. Hier ist man nämlich wieder darauf angewiesen, dass diese blöden Viecher schießen. Weil... Ohne dass die schießen, geht's hier nicht weiter. Jau, ach, da liegen Spikes rum. Ach, wie unangenehm. Und ich renne natürlich volle Möhre in diese alten Spikes, weil dieses blöde Monster da nämlich nicht schießt. Wenn dieses blöde Monster, gut getimed, in dem Moment, wo ich da ankomme, nämlich schießen tun täte machen würde... Naja, super. Jetzt lass mal sich das Zeug da oben erstmal beruhigen. Dann könnte man da nämlich sich ganz weiter wunderbar weiter weg dodgen. So wie hier, ne? Komm, der schießt. Ist das? Die schießen nicht. Du kommst halt, ohne dich an den Projektilen hier wegzustoßen, kommst du hier nicht weiter. So, und wenn die Viecher nicht schießen, gibt's keine Projektile. Und das ist dumm.
So, komm, schieß! Oh, Mann, siehst du, das meine ich. Der schießt nicht. Genau das meine ich. Der schießt nicht und dann kommst du nicht weiter. Weil ohne Projektil kriegst du da nicht, dich nicht weggestoßen. Ja, jetzt treffe ich das Ding nicht. Kriegst du dich da nicht weggestoßen. Ergo landest du volle Möhre in diesem blöden Spikes. Da, schon wieder, ne? Kein Projektil von Monster. Also das sind Stellen, die finde ich, also die anderen Stellen, die sind einfach nur wirklich herausfordernd. Also da kann man sagen, was man will, wenn man es da nicht schafft, dann ist es halt einfach die eigene Unfähigkeit. Aber das sind jetzt Stellen, die sind wirklich einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen blöd durchdacht oder so. Weil du hast ja gar keine Chance hier irgendwie. Da, guck, der ist, gut, der schießt jetzt gerade mal. Hoffentlich der jetzt auch. Und da, keine Chance. Keine Chance. Der hat da ein bisschen geschossen, aber leider zu spät. Da war Uri schon so weit weg, dass man mit dieser Attacke... Keine Chance, guck dir das an. Und wenn er dann schießt, dann bist du so weit weg, dass du halt mit dieser Y-Dodge-Bash-Attacke hier halt einfach nicht rankommst. So, komm, jetzt müssen wir mal eben ganz kurz sterben, weil wir brauchen die Punkte hier. Wir brauchen jeden einzelnen Lebenspunkt, den wir haben. Und wenn wir dafür respawnen müssen... Also da würde ich mir ein klein bisschen... Boah, Alter. Jetzt ist da oben der Matsch wieder, der erst weg despawnen muss. Da würde ich mir ein bisschen besseres Timing seitens der Monster wünschen. Ja, ist es denn? Ich glaube, wir machen mal gerade nur eine ganz kurze 10-Minuten-Folge und brechen das jetzt ab, weil... ich meine, wenn man das gerade spielt und hier am Verzweifeln ist und das einfach nicht auf die Reihe kriegt, okay... Ich weiß nur nicht, wie der Unterhaltungswert da gerade ist. Hallo? Komm, der Pfeil hat aber mal ganz klar... Kann da mal jemand gerade ein paar Sekunden zurückspulen und Pause drücken? Der Pfeil hat ja nun mal ganz klar nach oben gezeigt, oder? Der für meine Bash-Dodge-Attacke hier. Der hat doch mal ganz klar nach oben gezeigt. Und der springt nach unten. Und jetzt gar nicht. Oh, ey, nee. Also das geht, also nee, sorry. Also das ist wirklich einfach mal, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, das ist einfach mal eine unglaublich schlecht designte Stelle. Du bist hier halt auf das Timing von den Monstern angewiesen und die schießen nicht, wie man gerade eindrucksvoll gesehen hat. Die schießen einfach nicht. Na komm schon. Heute noch. Keine Chance gesehen. Du hängst da rum und brauchst dieses dumme Projektil. Sorry, also dieses unschöne, blöde Projektil, um da weiterzukommen. Oh, dann bleibt diese Matsche da auch noch kleben, sodass du erstmal nicht weiterkommst. Ja, du brauchst halt das Projektil von dem... Ja, super. Du brauchst das Projektil von dem Monster. Sonst kommst du nicht weiter, aber Monster hat keinen Bock zu schießen. Monster will einfach nicht. Und dann sind da nur noch Spikes. Wenn da wenigstens ein bisschen Platz wäre, wenn da jetzt nicht diese ekelhaften Spikes wären, sondern wenn da mal ein klein bisschen Boden frei wäre. Wenn da mal ein klein bisschen Boden frei wäre, sodass man da tatsächlich dann einfach mal auf einen Schuss von dem Monster warten kann. Aber nö! Hat nicht sollen sein. Das ist keine Chance. Keine Chance. So, komm, jetzt speichern, speichern, speichern. So, jetzt haben wir hier zumindest gespeichert. Ja, und natürlich direkt wieder voll in die Gefahrenzone rein. So, jetzt mal alle ganz kurz eine Sekunde durchatmen. So, okay, und speichern. Jetzt sieht's gerade, jetzt sieht's richtig schlimm und Ori aus. Wir haben nur noch einen einzigen Energiepunkt und 3 Lebenspunkte. Und die 3 davon haben wir auch nur, weil wir gerade 2 vom Speichern zurückgekriegt haben. Und ich habe schon wieder, ja, die Karte hilft natürlich wieder grandios. Und irgendwie, wie soll man denn hier bitte drüber kommen? Ja, habe ich mir gedacht, gar nicht, ne? Und jetzt sag mir nicht, dass wir hier eigentlich noch gar nicht sein müssten. Sag mir nicht, dass wir hier eigentlich noch gar nicht sein müssten, weil hier brauchst du den Triple Jump.
um da drüber zu kommen. Und der kommt ja. Die Frage ist, kommt der. Warte, nee, falscher Knopf. Ach, da brauchen wir die. Moment. Hier, doch, da. Gibt es den Triple Jump als Upgrade hier oder lernt man den später noch? Irgendwann Zunder, Zundflamme, Ultrastampfer, Schnellflamme, Stichflamme, Explosion, Ultrastreu. Energiefähigkeiten, Geister, Lebensmarkierungen, Energiemarkierungen, Gespüre, Wasseratmung, Moment, Wasseratmung, Seelenverbindungseffizienz. Ja, super. Der Dreifachsprung kommt als Upgrade im Fähigkeitenbaum. Super! Und den brauchen wir. Ohne den kommen wir hier nicht weiter. Das heißt, jetzt sag mir nicht, die ganze Mühe und die ganze Aufregung war umsonst. Weil wir hier noch gar nicht sein müssen. Okay, pass auf, wir haben da oben ja gespeichert. Wir haben ja da oben gespeichert. Das heißt, wir haben einen ganz einfachen Weg, hier wieder hin zurückzukommen, falls wir hier doch hin müssen. Ja. Allerdings müssten wir dann mal schaffen, ein bisschen weiterzukommen, ohne direkt kaputt zu gehen, ne? Das wäre doof. Das wäre ja super. Total super wäre das. Ja. Ist nur leider nicht so einfach mit nur 3 Lebenspunkten. Und man könnte ja mal versuchen, anstelle von versuchen, die Monster kaputt zu hauen, sich einfach von denen wegbashen. Ah, jetzt ist hier übrigens kein Monster mehr. Interessant. Dafür ist da eins. Wir sind nur zu weit weg, um das zu treffen. Doch, jetzt! Komm hier. Ja! Komm, komm, komm! Geht schon! So. Hier ist... Also genau, und hier ist... Ja gut, aber jetzt mal, wo müssen wir denn dann lang, bitte? Oh, ich würde hier echt total gern mal die Karte sehen, weißt du? Ja, Kartenlegen, das ist nicht... Nee. Ich würde hier echt total gern... Hallo? Ach, diese komische Pflanze, die schießt, selber darf man auch nicht berühren. Natürlich. Natürlich darf man die nicht berühren. Okay, hier ist gerade kein Monster nicht. Der kommt gleich näher, dass wir den treffen können. Ja, ich sehe schon, das wird eine sehr gehaltvolle Folge hier. Die ist voller Ereignisse und Dingens. Aber sorry, die, tut mir halt ganz furchtbar leid. Ich bin halt hier selber so ein bisschen gerade... Ach, und das dann diese Spike-Scheiße. Ach, Mann! So, und jetzt versuche ich hier. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Nein, da kommen wir nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Ja. Nee, da kommen wir nicht hoch. Keine Chance. Hm. Jetzt bin ich ein bisschen auf verlorene Posten. Weil jetzt weiß ich echt nicht, wo es hier weitergehen soll. Und die Karte ist halt auch keine große Hilfe im Moment. Weil die sehen wir ja nicht. Da ist ja nichts drauf auf der Karte. Uncool. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich eh gleich wieder kaputt hier. Boah, Alter, das ist mal knapp hier. So, jetzt sind wir wieder an dieser komischen Laterne hier. Und ich meine, das, guck dir das mal an, wie das Bild hier so vor sich hin wabbert. Ja gut, das soll der Nebel sein, ne? Tja, wie kriegen wir diese Lampe ent... Ach, da ist der schon wieder. Ne, da, hier sind wir ja hergekommen, ne? Da sind wir ja hergekommen. Da gibt es ja nun wirklich nicht mehr viel. Oder gab es da vielleicht irgendwo eine andere Richtung, in die man weitergehen musste? Weil da oben... Also ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich mich da an der Ecke jetzt einfach nur zu dämlich angestellt habe oder ob wir da wirklich nicht weiterkommen. Wir haben auch nur noch... Ah, super. Einen halben Energiepunkt. Und ja, und hier gibt es dann wieder Alfred Hitchcocks Vögel. Die sind... Ja. Okay, wir lassen das mal mit da hinten, da unten weitergehen. Ja. Schon 87 Mal gestorben wieder. Großartig. Aber da geht's echt nicht weiter. Ich weiß echt gerade nicht. Ich
bin gerade ein bisschen ratlos. Ich glaube, hier muss ich mir erstmal einen Plan machen, wie es denn hier eventuell weitergehen könnte. Vor allem schon wieder, weißt du, toll. An der Stelle, wo ich dann hier wieder weitergemacht habe, aufzunehmen, so, keine Ahnung, so 29 Mal oder so nur totgegangen gewesen oder 21 oder 5, oder keine Ahnung. Und jetzt direkt schon wieder. Boah, ey, das ist keine Chance, ne? Nee, also bevor jetzt der Death Count hier irgendwie tatsächlich noch in schwindelerregende Höhen geht und innerhalb der nächsten Minute schon wieder auf 200 geht, würde ich sagen, mach mal hier ein kleines Päuschen. Und da muss ich mir erstmal überlegen, wie wir hier weitermachen, wie es da weitergeht, wo man da langlaufen könnte. Da muss ich mal ganz tief in mich gehen und mir das nachdenken. Und in der nächsten Folge, da sehen wir dann, wo es lang geht. Da finden wir dann hoffentlich den Weg und schauen mal, ob wir nicht vielleicht ein bisschen weniger sterben gehen oder so. Ne? Irgendwie sowas. Ja. Hm? Ja, und da ist auch diese Folge schon wieder vorbei und ich glaube, das ist vielleicht mal wieder so eine von den Folgen, wo es gar nicht so schlimm ist, dass die vorbei ist. Es tut mir furchtbar leid, ich muss mich entschuldigen, das war jetzt nicht so die mega gehaltvolle Folge, wir sind nicht wirklich viel weitergekommen. Wie gesagt, ich bin da im Moment ein klein bisschen ratlos, ich muss mir erstmal einen Plan machen, das werde ich tun. Und in der nächsten Folge, versprochen, in der nächsten Folge geht's irgendwie weiter, ich weiß noch nicht genau wie. Vielleicht kriegen wir ja auch diese Leuchtflamme da entzündet, dass man zumindest auf der Karte mal ein bisschen was sieht, in welche Richtung es eventuell weitergehen könnte. Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall in der nächsten Folge, da gibt es wieder ein bisschen mehr zu sehen. Da kommen wir auf jeden Fall weiter als hier in diesem Sinne. Seid mir gewogen, verzeiht mir diese etwas planlose Folge. Soll immer mal vorkommen, kann immer mal vorkommen. Trotzdem vielen Dank fürs Zugucken und in der nächsten Folge gelobe ich dann Besserung. Dementsprechend sehen wir uns dann da wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.